Liebe Gäste, nach diesem kurzen Einblick in die Ausstellung setzen wir nun die Eröffnung der Ausstellung Deutsches Design, zwei Länder, eine Geschichte fort mit dem Opening Talk, für den ich drei wunderbare Gäste bei mir habe, die ich kurz vorstellen will. Da ist zum einen Marion Ackermann, sie ist Kunsthistorikerin. Zu ihren bisherigen Stationen in der Museumswelt zählen das Lehnbachhaus, dann war sie Direktorin am Kunstmuseum Stuttgart und in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist sie Direktorin, Generaldirektorin, Entschuldigung, der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, mit denen wir die Ausstellung gemeinsam koproduziert haben. Herzlich willkommen, Marion Ackermann. Dankeschön. Dann ist bei uns Olaf Nicolai. Er ist Künstler, zugleich promovierter Germanist, geboren in Halle an der Saale, wuchs auf in Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt. Heute ist er neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München. Er war vertreten mit seinen Arbeiten auf verschiedenen Dokumentas, hatte diverse Einzelausstellungen im In- und Ausland und er setzt sich in seinen Arbeiten, seinen konzeptionellen Arbeiten, oft auch mit Aspekten der Warenästhetik, von Produktionsbedingungen und Konsumverhältnissen auseinander, auch und gerade in der ehemaligen DDR. Und das macht ihn zu einem sehr interessanten Gesprächspartner für uns. Herzlich willkommen, Olaf Nicolai. Hallo. Und dann ist bei uns Erik Spiekermann. Er ist Grafiker, Schriftgestalter, Autor, einer der einflussreichsten Kommunikationsdesigner in Deutschland der letzten Jahrzehnte, oft gerne auch als Typopapst bezeichnet, gründete 1979 die Agentur Metadesign in Berlin, die sich zur größten Designagentur in Deutschland entwickelte, verließ die Agentur im Jahr 2000, gründete danach diverse andere Firmen, betreibt heute unter anderem die Grafikgalerie P98 in Berlin und ist auch Mitgründer der Schriftenagentur Fontshop. Und seine Schrift FF Meta ist in der Sammlung des Museum of Modern Art unter anderem. Und mit Erik Spiekermann möchte ich auch beginnen. Denn er hat das deutsche Design bis zum Mauerfall teilweise selbst noch miterlebt und auch geprägt. Metadesign wurde, wie gesagt, 1979 im damals noch geteilten Berlin gegründet. Erik, was waren für dich prägende Elemente im deutschen Design während der Teilung in Berlin? Also erstmal guten Tag, Matteo. Guten Tag alle. Ja, ich bin der klassische Westberliner, also mit 16 nach Berlin gekommen, um der Wehrpflicht zu entgehen. Das war ein typischer Werdegang seinerzeit. Man kam nach Berlin, weil da gab es keine Bundeswehr. War deswegen dem Osten gegenüber weder aufgeschlossen noch abgeschlossen. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Habe dann aber im Laufe der späten 70er, Anfang der 80er Jahre versucht, Kontakt aufzunehmen zu den Kollegen und Kolleginnen drüben, was nicht einfach war. Als Westberliner durfte ich nur ausnahmsweise in den Osten der Stadt. Ich passiere schon drum, dann, das war schwierig. Was uns imponiert hat damals schon, wenn wir drüben waren, haben wir für das Geld, was wir bezahlen müssen, das nicht Begrüßungsgeld, der Zwangsumtausch, 20 Mark, glaube ich, konnte man eigentlich nichts kaufen. Beim Bier kostet irgendwie 50 Pfennig und Mittagessen 3 Mark. Aber wir haben Bücher gekauft und die meistens rausgeschmuggelt. Uns hat damals schon sehr imponiert, also ich rede von den späten 70ern, Anfang 80er Jahre, wie unglaublich gut diese Bücher mit einer alten Technik gestaltet waren. Also im Osten wurde noch der Buchdruck gepflegt. Und es gab Nachdrucke von Büchern aus den 20er, 30er Jahren, also klassische typografische Bücher zum Beispiel. Die waren unglaublich hervorragend gedruckt, viel besser als bei uns im Westen, aber eben diese alten Technik. Und ich habe damals nicht verstanden, wie das sein kann, dass man sowas Tolles machen kann in so einer unglaublich alten, überholten Technik. Habe dann später erfahren, dass einfach dieser Erzwang, aus wenig viel zu machen, zu genialen Leistungen geführt hat. Es gab einmal im Jahr nur Papier. Jeder konnte nur im Jahr ein, zwei Bücher überhaupt drucken lassen und gestalten. Natürlich waren die Inhalte kontrolliert, aber da kam eine Qualität daraus, die wir erst eigentlich heute richtig würdigen können, wo wir da auch darüber reden, dass wir nicht so verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen. Wenn es nämlich keine gibt, dann lernt man, ohne sie umzugehen. Das war meine erste große Lektion. Danke, Erik. Das heißt, das Design der DDR war durchaus präsent für dich, hat dich interessiert. Du hast also die Informationen darüber geholt. Gleichzeitig hast du ja ab den späten 70er Jahren dann mit Metadesign für große Industriekunden gearbeitet, Volkswagen, Audi, Deutsche Bahn, also das Establishment der BRD im Design, würde man heute fast sagen. Wie hast du damals die BRD als Designstandort erlebt? Das muss ja eigentlich ein paradiesisches Umfeld gewesen sein, weil ja Großkunden wirklich Design schätzten, oder etwa nicht? In den 80er Jahren noch nicht, im Gegenteil. In den 80er Jahren waren wir in West-Berlin
so eine merkwürdige Kolonie voller schräger Typen, Hausbesetzer und so weiter. Westdeutsche Auftraggeber kamen nicht nach Berlin, weil die hatten Angst, dass man ihnen die Gattin entführt oder den Mercedes zerkratzt. Ich weiß nicht was. Wir hatten fast nur westdeutsche Auftraggeber, so hieß das damals. Und Berlin war so ein bisschen, naja, der Freakplatz, wo die komischen schrägen Vögel wohnten. Aber ansonsten waren übrigens auch Aufträge in den 80er Jahren für unser eins als Designagentur, die es eigentlich noch gar nicht gab in Deutschland, sowieso rar. Also am Anfang kamen meine Aufträge komischerweise eher aus den Staaten und aus England, wo ich damals 10 Jahre gewohnt hatte. Also es gab diese Designkultur, wie wir sie heute kennen, also die großen Designbüros gab es eigentlich erst in den 90er Jahren. Wir waren Anfang der 90er Jahre bei Meta Design 20 Leute, so 92, da waren wir mit Abstand die größte Agentur im Land. Also das professionelle Design außerhalb der Werbung, muss man wohlgemerkt sagen, kam eigentlich erst in den 90er Jahren. Das haben wir aus den angelsächsischen Ländern mitgebracht. Du warst aktiv auch als Unternehmer im Design mit der Gründung einer großen Agentur. Typisches Merkmal für Design im sogenannten Kapitalismus, in dem der Unternehmer natürlich eine zentrale Rolle hat als Auftraggeber oder als Leiter der Agentur. Olaf Nicolai, was Erich Spiekermann beschreibt, ist die Rolle von Design in einem politischen Umfeld, in dem es um Konsum geht, in dem es auch um Gewinnmaximierung geht. Demgegenüber herrschte in der DDR ein anderes gesellschaftspolitisches System, Sozialismus, und Design hatte auch darin dennoch eine wichtige Rolle. Es hieß ja gar nicht Design, sondern wurde eher als Formgestaltung bezeichnet. Wie war diese Rolle von Design in der DDR und wie unterschied sie sich von der im Westen? Also den Unterschied kann ich natürlich relativ schwer beschreiben, weil ich im Gegensatz jetzt zu Erich Spiekermann nicht überhaupt die andere Seite kennenlernen konnte. Und das Design und die Formgestaltung der DDR, die hat sich mir als erstes vermittelt, als ich Abiturient war und es darum ging, welchen Beruf man, welches Studium man gern wählen möchte. Und ein Freund von mir, der war sehr früh sehr klar, der wollte unbedingt industrielle Formgestaltung studieren an der Burghalle Giebichenstein. Und das waren auch immer wieder so Bezüge, die im Freundeskreis auftauchte, dass man sich sehr für Formgestaltung, angewandte Kunst interessiert hat, weil dort Formen aufgetaucht sind, die in den bildenden Künsten so nicht aufgetaucht sind. Also das abstrakte Form im Handwerk, in der Keramik zum Beispiel, oder eben auch in das, was man heute Kunst am Bau nennt, da sind Dinge auf einmal da gewesen oder Künstler, die mit konkreter Kunst gearbeitet haben, die alle irgendwie im Formgestaltungsbereich unterwegs waren. Und deshalb hat man da sehr genau hingeschaut. Und natürlich auch so eine Tradition wie das Bauhaus, die wir unglaublich interessant und inspirierend fanden, die auch noch durch die Formalismusdebatte komplett verpönt schien, zumindest für die offiziellen Diskurse, das war auch etwas, was uns fasziniert hat. Und da hat man natürlich auch immer geschaut, was gibt es da, was gibt es da für Fortsetzungen, wer ist in der Tradition weiter unterwegs. Und das vieles ist mir erst viel später klarer und bewusster geworden, was für verschiedene Dinge da existiert haben. Also es gibt auch so eine Phasenverschobenheit. Dinge, die wir ganz alltäglich empfunden haben, weil sie konkurrenzlos waren. Also es gab dann nur diese eine Form für dieses eine Moped, weil es gab eben halt nur die Schwalbe. Dann auch einmal später auf einmal sich anschauen und denkt, das ist eigentlich eine ziemlich gute Form, die da gewählt worden ist. Nur konnte man es nicht groß vergleichen im Alltäglichen, sondern man hat es eben dann verglichen im Medialen, also hauptsächlich durch Printmedien, durch Fernsehen, was man so gesehen hat. Oder dass man so Quartett-Sachen hatten, wo so Autoquartetts, wo man auch immer die Autos studiert hat, was da für tolle Sachen da sind. Und wir haben eben dann unsere Anmeldung für Wartburg und Trabant abgegeben, wo man dann vielleicht in 10 Jahren hätte einen kaufen können. Und haben dann irgendwie gehört, dass irgendwann mal ein Wartburg eine große Medaille gewonnen hat für Formgestaltung. Aber die Dynamik von Formen und deren Entwicklung, die war unter der Ökonomie, die in der DDR geherrscht hat, nicht gegeben. Also die war sehr anders gelagert und vielleicht kommen wir später auch noch darauf zu sprechen. Auch die Funktion von Konsum hatte eine sehr andere, auch ideologische Funktion. Olaf Nicolai, wir haben jetzt 2 Begriffe gehört, die etwas erklärungsbedürftig sind. Das ist zum einen der Formgestaltung und der Formalismusdebatte. Formgestaltung, ein Synonym für Design, was ein Anglizismus ist, der im Westen bereits gebräuchlicher war, wobei er in der BRD ebenfalls umstritten war.
Es gab auch den Begriff der Formgebung. In der DDR wurde von Formgestaltung gesprochen. Und das heißt, es ging hier um Abgrenzung vom kapitalistischen Westen in einer anderen Auslegung und auch einer anderen Bezeichnung von Design. Und gleichzeitig spielte ja auch bei dieser Abgrenzung diese berühmte Formalismusdebatte eine Rolle. Kannst du uns kurz sagen, was es damit auf sich hatte? Also die Formalismusdebatte ist eine Debatte, die eigentlich in den bildenden Künsten am verheerendsten gewirkt hat, würde ich sagen, ihren Ausgangspunkt aber in der Literatur genommen hat. Es ist eine Auseinandersetzung damit, wie ideologisch sich Faschismus und Nationalsozialismus vorbereitet haben. Und da ist identifiziert worden, dass der deutsche Expressionismus da relativ starke Aktien dran gehabt hätte. Und also so eine Figur wie Gottfried Benn ist da praktisch auch immer so das Paradebeispiel gewesen. Und davon ausgehend ist eine Theorie entwickelt worden, wie künstlerisches Arbeiten, wie künstlerische Formen zu sein haben, damit sie mit der Ideologie eines sozialistischen Staates kompatibel sind. Und das hieß dann der sozialistische Realismus. Damit waren realistische Gestaltungsformen gemeint, Wiedererkennbarkeit, Nachvollziehbarkeit und auch Identifikationsmöglichkeiten. Und jede Art der Abweichung davon, wie Abstraktion oder Surrealismus oder wurde im Grunde genommen auch als ideologische Abweichung verstanden. Und so wurde das auch massiv diskutiert. Und das hat eben auch bis hin zu wirklichen Eingriffen in die Lebenswelt von Künstlern geführt. Also, dass die gewisse Dinge nicht mehr tun durften. Literaten sollten dann die Produktion dort kennenlernen, wie man eigentlich lebt und arbeitet und das zum Gegenstand ihrer Arbeiten machen. Und für bildende Künste oder auch für die Musik gab es dann auch direkt ganz klare Ansagen. Also 12-Ton-Technik, das war absolut formalistisch. Und diese Verdikte, die hatten eben direkte Folgen. Das waren nicht irgendwelche Spielereien. Also ein Künstler, der heute ein bisschen bekannter geworden ist, Karl-Heinz Adler, der musste sich in seiner Diplomarbeit da noch verteidigen, ob der FDJ-Sekretär, den er da gemalt hat, nicht zu grimmig guckt. Also ob das nicht so ein Grund wäre, die ganze Sache irgendwie abzublasen. Und da könnte man sich vorstellen, wenn der dort konstruktivistische Arbeiten gezeigt hätte. Und das hat sehr lange nachgewirkt. Also das sind immer wieder Diskussionen gewesen, weil Kunst eben ein bestimmtes Verständnis oder überhaupt alles, was ästhetisch war, sollte funktionalisiert werden, sollte bestimmte Funktionen in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüge übernehmen. Und damit war diese Verkopplung eben gegeben. Und spielerische Formen, freiere Formen hatten es sehr, sehr schwer und hatten es eher leichter, wenn sie sich ökonomisch begründen ließen. Wenn sie sich in einer gewissen Weise wirklich pragmatisch begründen ließen. Und das war eben in dem Bereich von Formgestaltung möglich. Viel leichter. Ne? Mhm. Also ein Thema, wo wir noch bestimmt drauf kommen werden, eventuell wie die Anbauwand von Rudolf Horn, MDW. Das hat natürlich auch massive ökonomische Gründe, warum die überhaupt produziert worden ist. Mhm. Das heißt, die Formalismusdebatte oder der Vorwurf des Formalismus war auch eine Art ideologisches Bollwerk gegen die allzu direkte Fortsetzung der Vorkriegsmoderne. Tendenzen des Funktionalismus, Rationalismus, der Abstraktion. Und dennoch gab es ja, auch darüber werden wir sicher noch sprechen, dann Anknüpfungspunkte in den späteren Jahrzehnten der DDR. Liebe Marion Ackermann, als Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden habt ihr in den letzten Jahren ja einige Ausstellungen gemacht über Designer, Formgestalter der DDR wie Rudolf Horn, Christa Petrov-Rohne, zum Beispiel auch über die Frauen an den deutschen Werkstätten in Dresden-Hellerau. Das heißt, ihr habt schon, bevor wir als zwei Museen uns zusammengetan haben, um diese Ausstellung zu machen, das Erbe der DDR in der Formgestaltung erforscht und vermittelt. Was ist eure Perspektive darauf? Ja, lieber Matteo, es ist natürlich eine große Chance, wenn man so einen Verbund hat aus 15 Museen, die auch verschiedene Disziplinen vertreten, also nicht nur eben das Kunstgewerbemuseum, sondern auch die zeitgenössische moderne Kunst, aber auch das grüne Gewölbe und die alten Meister etc., dass man dann quasi auch so einen multiperspektivischen Blick auf die Geschichte von Ost und West werfen kann. Und das hat wahnsinnig gut getan. Das hat sich eigentlich auch schon in dem, was Olaf Nikolai gesagt hat, angedeutet, dass natürlich da
die auch die Entwicklungen gar nicht so eindimensional verlaufen sind wie im Westen, sondern eben oft dann zum Beispiel in der bildenden Kunst viel mehr Impulse aus dem Bereich der Gestaltung kamen und so weiter. Ich habe es in Dresden gelernt, dass man immer am Anfang sagt, woher man kommt. Ich selber bin ja aus dem Westen, aus dem sogenannten Zonenrandgebiet, was auch eine Rolle für meine Prägung gespielt hat. Also nah an der Grenze aufgewachsen, auch mit nur einer Blickrichtung in die eine Richtung, nämlich nach Westen. Und für mich sind die 4 Jahre, die ich jetzt dort bin, ein großes Abenteuer. Wir haben es genannt Museum of Untold Stories. Wir entdecken so viele unerzählte Geschichten auf allen Ebenen. Und es sind eben gerade diese Mikronarrationen, auf die es ankommt. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass sich möglicherweise ein falscher Kanon wieder verfestigt, der vielleicht von Großausstellungen betrieben wird, sondern wie kann es uns gelingen, diese Komplexität auch der Erzählung der Geschichte von Ost, aber auch von West, so komplex zu halten und eben vielleicht einen gerade sich verfestigenden neuen Kanon von vornherein zu erschüttern, sodass es sozusagen eine permanente Vibration ist von offener, lebendiger Erzählung. Mit diesem Ansatz haben wir jetzt die letzten 4 Jahre richtig viele Projekte gemacht, die sich aber irgendwie alle miteinander verknüpfen. Also du hast schon gesagt, also im Bereich der Gestaltung, Kunstgewerbemuseum, war es einfach zu schauen, die Tradition, Künstlerinnen in Hellerau, überhaupt Gestalterinnen, das wird nächstes Jahr auch und dieses Jahr ein großes Thema sein, die Frauen. Aber auch Rudolf Horn, im Osten bis heute sehr bekannt mit all seinen Produkten, im Westen relativ wenig, mit seinem Modulsystem, Christa Petrov-Bohne als große Formgestalterin, natürlich der ganze Bezug zu Burg-Giebichenstein, auch in der Textilproduktion, Textildesign. Was man vielleicht noch sagen kann, nochmal zurück zur Gestaltung kommt. Nachdem das Bauhaus dann geschlossen worden war, könnte man ja sagen, dass es dann viele Impulse gab, überall auf der Welt, aber eben auch gerade im östlichen Teil Deutschlands, das Bauhaus in irgendeiner Weise fortleben zu lassen. Im Westen war es dann vielleicht die HFG Ulm, aber im Osten war es Burg-Giebichenstein, Weißensee und anderes. Und da sind eben vielleicht die wichtigsten Impulse gekommen. Und also auch gerade im Bereich Fotografie. Und wir haben auch die Zeitschrift Sibylle untersucht zum Beispiel, als Frauenzeitschrift, die mit so wahnsinnig fantastischen Fotos gearbeitet hat. Da sind eigentlich die ganz besonders großen Entdeckungen zu machen, auch für die bildende Kunst. Wenn wir stärker auf die Gemeinsamkeiten oder Parallelen schauen wollen, als auf die Gegensätze, dann kommen wir natürlich auf jeden Fall auf das Bauhaus und auf die Vorkriegsmoderne, die ja sowohl für die BRD als auch in der DDR Anknüpfungspunkte bot. Olaf Nikolai, du hast es bereits gesagt, im Zuge der Formalismusdebatte war die Anknüpfung an die funktionalistischen Tendenzen noch eher verpönt. Aber das Bauhaus hatte natürlich viele Gestalter geprägt. Erik Spiekermann, war das für deine Ausbildung in der BRD ein wichtiger Impuls, die Entdeckung, die Fortsetzung des Bauhauses? Also mir hat damals sehr imponiert, dass die Kollegen im Osten ideologisch, ich meine jetzt gar durchaus wertfrei, weiter waren als wir. Dass bei uns die Diskussion erst sehr spät angefangen hat, dass die Ulmer bei uns als sozusagen selbsternannter Nachfolger des Bauhauses einen unglaublich großen Einfluss hatten durch die Personen, die daraus hervorgingen. Also ich habe selber zusammengearbeitet mit mindestens einem halben Dutzend Otto-Eicher-Schüler. Nicht er selber, sondern Leute wie Rolf Müller, Florian Fischer, Heiner Jakob und so weiter, die alle im Eicherschen Büro gearbeitet haben, zur Olympiade damals, Ende der 60er, Anfang der 70er. Die hatten einen riesigen Einfluss durch ihre Autos. Die wurden alle auch Professoren an den Schulen, hatten ihre Jünger und waren auch in der Praxis. Also wir haben einen viel größeren Einfluss durch Ulm, als wir uns gerne wahrmachen möchten. Deswegen auch die Gegenbewegung in den 90er Jahren, als man das leid war, dieses strenge, funktionalistische, alles musste eckig sein, bloß kein Spaß. Man durfte gerade Rot, Grün und Schwarz verwenden, was man an den braunen Geräten sieht. Gelb und Orange waren schon völlig verpönt, wenn man nicht gerade Colani hieß. Also das Bauhaus hat in dem Sinne eigentlich eher eine Weile lang eher einen negativen, im Sinne von restriktiven Einfluss gehabt. Man durfte keinen Spaß haben, wo das Bauhaus ja durchaus Spaß hatte. Dieses spaßige Bauhaus entdecken wir gerade erst wieder, auch durch das Jubiläum vor 2 Jahren, dass es da durchaus Frauen gab zum Beispiel, die bei uns nicht existierten. Ich wusste nichts von Frauen am Bauhaus in den 70er, 80er Jahren. Die wurden totgeschwiegen.
Es gab nur diese 3, 4 Helden, die wir alle kennen, die auch keine großen Helden waren, wie wir inzwischen wissen. Also Bauhaus Zweithand durch Ulm war ein riesiger Einfluss bei uns. Aber ich habe eigentlich stärker, weil ich ja in Berlin war, zu den Kollegen im Osten geguckt, die sehr, sehr dafür bewundert, wie sie es geschafft haben, mit diesen wenigen staatlichen Auftraggebern umzugehen. Du hast es gerade angesprochen, dass dieses kritische Bewusstsein im Design in der BRD eigentlich in den 80er Jahren auftaucht, mit dem sogenannten neuen deutschen Design. Und Olaf Nicolai, du hast dich, hast es vorhin schon angesprochen, die sogenannte MDW-Einbauwand von Rudolf Horn als ein Produkt oder auch als Beispiel, was ja schon eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Konsumenten und des Konsums implizierte, und zwar in den 60er Jahren in der DDR, der Konsument als Produzent. Und du hast einmal geschrieben, das faszinierendste Bauteil in der Schrankwand meiner Eltern, also in dieser MDW-Einbauwand, war für mich immer die von einem Tischler eingepasste, innen komplett verspiegelte Bar. Das klingt glamourös. Ja, natürlich waren das auch, Marion hat den Begriff des Luxus vorhin ganz kurz eingeführt. Und der ist natürlich ein Begriff, der in dieser ganzen ideologischen Ausrichtung von Form und Gestaltung in der DDR erst relativ spät aufgetaucht ist. Es gab dann auf einmal in den 70er Jahren Geschäfte, die höherwertige Produkte zu recht hohen Preisen anboten. Und da konnte man dann irgendwie Dinge erwerben, die als luxuriös galten. Aber diese Sache, die gerade besprochen worden ist, diese Frage der ideologischen Ausrichtung oder auch der Bewusstheit, was Form heißt, das MDW-Anbauprogramm von Rudolf Horn ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was da eigentlich für Dinge geschehen. Und da kann ich auch nur Marion Ackermanns These stark unterstützen, dass man genauer die konkreten Bedingungen darlegen muss, bevor man versucht, gleich große Linien zu ziehen. Also bei dem Programm war das einfach so, dass die Möbelproduktion vollkommen ineffizient und auch überhaupt nicht mehr den Bedürfnissen gemäß funktioniert hat. Es hätten viel, viel mehr Möbel gebaut werden müssen und sollten. Und da ist natürlich die modulare, funktionale Bauweise, die Horn vorgeschlagen hat, ökonomisch viel, viel effizienter und besser. Sie kommt aber auch natürlich mit einer bestimmten Haltung, einer Form, die eine ganz klare Form ist, die Anfang der 60er Jahre sehr, sehr überraschend ist. Muss ich ja überlegen, dass zu der Zeit die Plattenbauten noch gar nicht so in der Form existieren. Das beginnt erst Ende der 60er Jahre, dass die gebaut werden mit dem Wohnungsbauprogramm. Und dass viele Leute noch in Häusern lebten, in mehrere Wohnungen sich geteilt haben. Also mein Onkel, die haben noch mit ihrem Kind in einer 3-Zimmer-Wohnung bei einer Frau zur Untermiete in einem Zimmer gewohnt, wo die nur das Bad noch in dem Zimmer mit war. Und das war Anfang der 70er Jahre. Also solche Möbel haben natürlich auch ganz andere Räume dann gebraucht. Vielleicht darf ich ganz kurz ergänzen, bevor du weitermachst. Die MDW-Einbauwand von Rudolf Horn war eine modular aufgebaute Wand, ne, die sich in vielen Wohnzimmern der DDR fand, die also eine sehr große Verbreitung gefunden hatte. Als Modulbauweise konnte sie flexibel zusammengestellt werden und war dadurch dann eines der wirklich am weitesten verbreiteten Möbel in der DDR. Ja, und hat auch bei meinem Vater zumindest immer gute Nervenzusammenbrüche ausgelöst, weil dieses Zusammenbauen wurde sozusagen dem Endnutzer selbst aufgebürdet. Man hatte einen Bastelbogen, in dem man so einkleben konnte, wie die Wand aussehen sollte. Dann wurde einem das geliefert. Also man dachte, man liefert die Dinge verpackt, nimmt dann nicht so viel Platz weg. Also auch da irgendwie so ein Effizienzgedanke. Und dann musste das aber selbst zusammengebaut werden. Und mein Vater war nicht so der handwerkliche große Könner. Und als er das dann endlich geschafft hatte und wenn wieder ein Umzug anstand, da war der fast mit dem Nerven durch. Also da war nichts mehr zu wollen. Und das hat ihn wirklich gekillt, diese Anbauwand. Das war für uns als Kinder auch immer sehr faszinierend zu sehen, wie da so eine totale Fassungslosigkeit Einzug hielt. Das nennen wir im Westen das IKEA-Syndrom. Das hatten wir ähnlich. Ja, aber wo immer eine Schraube gefehlt hat. Ja, aber das war nicht nur, also die ist nämlich gar nicht so leicht aufzubauen, die MDW-Anbauwand. Also dagegen ist IKEA wirklich ein Kinderspiel. Na, ich glaube, du kennst die frühen IKEAs nicht aus den 70er Jahren. Also das war so ein Ding. Aber was dahinter steht, worauf ich noch hinaus wollte, und das ist was ich auch sehr spät erst selber begriffen habe, als ich mich mit diesen Dingen dann mal auch theoretisch beschäftigt habe. Diese Idee, was Matteo sagte, der Konsument als Produzent,
Das ist eine Ermächtigung, inwiefern Konsumers aktives Gestalten auf Produktion zurückwirken soll und man selbst produktiv wird. Also man selbst sozusagen der Entfaltung seiner individuellen Bedürfnisse entspricht. Und das ist eine merkwürdige Verknüpfung von marxistischer Theorie, ökonomischer Notwendigkeit und einem anderen Begriff von Konsum, der da auf einmal in den 60er Jahren propagiert wird. Denn wenn man sich überlegt, dass in den 60er Jahren in Westdeutschland oder überhaupt generell im Westen eine sehr starke konsumkritische Haltung sich langsam artikuliert, die dann zu so einer Radikalität führt wie Burn, Warehouse, Burn. Also wo dann die Kommunen sagen, wir müssen das ja alles abschaffen. Also wo so ein antikapitalistischer, auch antiindustrieller Impuls ganz massiv da ist und Konsum im Grunde genommen als das Hamsterrad der kapitalistischen Produktion verstanden wird. Und im Osten auf einmal soll Konsum sowas wie Emanzipation verkörpern. Und das sind zwei Phänomene, die auf einmal vollkommen diametral entgegengesetzte gesellschaftliches Verständnis mit sich bringen. Und ich glaube, das muss man immer wieder sehr genau auch beschreiben, dass es nicht zu solchen Merkwürdigkeiten kommt, dass man sagt, das sieht so aus wie, dann ist das auch das. Marian Ackermann, was mich interessiert aus Museumsperspektive, wann wurde begonnen, solche Entwürfe aus der DDR zum Beispiel zu sammeln? Wann wurde erkannt, dass das etwas ist, was in Museen gehört? Setzte das schon während der DDR-Zeit ein? Es gab ja die Sammlung Industrielle Gestaltung, also die Sammlung des Amts für Industrielle Formgestaltung. Wann wuchs dieses Bewusstsein? Im Kunstgewerbemuseum ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, die vollkommen fehlen und die noch und andere Bereiche, die schon da waren. Also was schon nach 89 oder auch durch unsere aktive Arbeit jetzt in Gang gesetzt wird, dass dadurch, dass das Bewusstsein sich schärft, plötzlich jetzt eigentlich noch der Zeitpunkt ist, wo man ein eigenes kulturelles Erbe des Ostens sichern kann. Also könnte ich Ihnen ganz viele Beispiele für bringen, also von so Kleinigkeiten, dass Bürger kommen und Objekte in die Sammlungen tragen, also Erika Schreibmaschinen ins Archiv der Avantgarden, bis hin zu, dass ganze Nachlässe, die eine große Rolle spielen, zum Beispiel Franz Kaiser, Architekt zu Zeiten der DDR, uns angetragen werden, dass auch ein großes Interesse aus Amerika, also aus Getty und MoMA und auch aus Großbritannien besteht, jetzt aktiv auch seit ein paar Jahren schon zu sammeln und dass wir da durchaus jetzt auch im gewissen Wettbewerb stehen, noch sozusagen im letzten Moment selber noch zuzugreifen. Und da finde auch immer wichtig, dass wir auch anständig dann ankaufen, wenn wir kaufen. Also auch auch eine geregelte, gute Form finden. Ja. Wir reden ja sehr viel über das Design der DDR. Also auch Erik Spiekermann, du hast eigentlich beschrieben, wie deine Wahrnehmung war, auch dein Interesse an dem, was dort passierte. Und ich denke, das ist auch ein bisschen ein Symptom, wie wir heute darauf schauen, dass natürlich die BRD das Design der Nachkriegsjahre auserzählt hat. Das ist bekannt. Ja, wir wissen die Bedeutung von Dieter Rams, kennen wir alle, und von Otto Eicher. In der DDR sind wir uns, glaube ich, einig, ist noch viel zu entdecken. Trotzdem würde mich interessieren, Olaf Nicolai, wie habt ihr denn aus der DDR auf den Westen geschaut im Design? Gab es da, oder auch in der Kunst, gab es da Dinge, die euch interessierten? Wurde jemand wie Dieter Rams wahrgenommen? Wurde die Grafik von Otto Eicher oder von Stankowski, wurde das rezipiert? Naja, also die Pop Art wurde natürlich massiv rezipiert. Da ist auch der Link zur Werbung ganz klar da. Bei mir war es dann auch aus literarischem Interesse, dass ich mich sehr viel mit experimenteller Poesie beschäftigt habe, die natürlich auch eine sehr große Schnittmenge mit Werbung hat. Also gerade sprachliche Formulierungen und das ganze Spielerische, also das, man hat das sehr, sehr stark wahrgenommen. Man hat auch noch weiter nach Osten geschaut. Also wir haben zum Beispiel relativ häufig und viel polnische Kunstzeitschriften zur Kenntnis genommen, in denen eben auch wiederum so versetzt dann auf einmal illustrierte Kritiken von Ausstellungen in Mailand da waren. In den späten 70er, 80er Jahren, die Auseinandersetzung, die Postmoderne, die hat natürlich auch einen großen Effekt in der DDR gehabt. Das sieht man auch, wenn man noch durch
Berlin läuft, dass es auf einmal so Plattenbauten gibt, die so ganz merkwürdige Baldachine haben, wo auf einmal versucht worden ist, modulares Bauen und postmodernes Bauen miteinander zu verschränken. Das hat man zur Kenntnis genommen, aber der grundlegende Punkt ist der, was bei der Anbauwand mal ganz kurz angesprochen worden ist. Wenn ich sozusagen jemanden anfange zu ermächtigen und sage, spiel, mach, dann wird er mit einer Form nicht mehr zufrieden sein. Dann wird er aktiv. Dann will er auch andere Formen haben. Und wenn ich aber sozusagen ein Spielfeld nicht öffne für das Spiel, dann entsteht daraus eine sehr andere Situation. Also wir haben diese MDW-Anbauwende als was ganz Furchtbares in den 70er Jahren wahrgenommen und waren unglaublich froh, einen abgebeizten Jugendstil-Weichholzschrank irgendwo zu haben. Und das galt eher als Tipp, oder wir haben uns unsere Möbel vom Sperrmüll gesucht und nicht nur, weil wir gar keine andere Möglichkeit hatten finanziell, sondern weil wir das auch viel, viel cooler fanden und viel, viel interessanter fanden. Und diese ganze Ausformulierung von verschiedenen Interessen und sinnlichen Kapital sozusagen, die hat ja im Westen eine ganz andere Dynamik gehabt, wobei wir ja nie die unmittelbare ökonomische Realität kennengelernt haben, sondern nur wie diese ökonomische Realität praktisch in der Zirkulation funktioniert. Mhm. Und da gab es dann natürlich die Faszination. Wir haben kurz diese Anekdote mit der Bar meiner Eltern in der Anbauwand gehabt, das übrigens keine MDW-Anbauwand war. Die hat mein Vater extra anfertigen lassen. Der hat sich also vom Tisch dann eine Anbauwand bauen lassen. Und da drin, wenn da Getränke drin standen, dann war das Highlight, dass da Getränke drin standen in Flaschen, die Vorgaben, dass es sich um Getränke aus dem Westen handelt. Ja. Also ich muss dazu auch sagen, Matteo, die Kollegen im Osten, also ich rede jetzt von Ost-Berlin, weil ich sonst weiter in Leipzig und Dresden kaum jemanden kannte, waren über uns wesentlich besser informiert als wir über sie. Wir kannten ein bisschen was. Wir kannten natürlich den Trabi, weil die so stanken und man ab und zu auch in West-Berlin einen sah. Schwalbe kannte man auch, weil die manchmal bei uns rumfuhren. Aber wenn ich in den Osten rüberging, ich rede jetzt von Mitte bis Ende der 80er Jahre, hatten die alle Letraset-Kataloge, diese Anreibebuchstaben, haben die aber nicht benutzt, weil die viel zu teuer waren, sondern haben die einzeln fotografiert und dann Repos gemacht, zusammengeklebt. Und ich war der große Held, wenn ich damit so einem Bogen ankam und den gönnerhaft als Wessi den Ostis einen Bogen Letraset geschenkt habe. Das bestätigt auch das, was ich erfahren habe, als ich Dieter Rahms für die Ausstellung interviewt hatte, der mir auch sagte, viel war ihm nicht bekannt. Er war ein- oder zweimal eingeladen, aber ich glaube, er ist nur einmal hingefahren. Und wusste nicht so viel. Er sagte mir, dass seine Wahrnehmung war, dass das, was er mit Braun gestaltete, durchaus rezipiert wurde. Und auch wussten viele alles über ihn, absolut. Ja. Ja, viele Entwürfe beeinflusst hat, die ihn dann sehr ähnlich sahen. Aber es gab wenig Informationen. Ja. Olaf, Nikolai, den Begriff der guten Form gab es ja auch in der DDR. Und es gab ja dort viel stärker als im Westen auch Institutionen, die die Entwicklung des Designs zentral steuern sollten. Es gab das Amt für industrielle Formgestaltung mit einigen Vorläuferinstitutionen. Das hatte verschiedene Gestaltungsbüros in verschiedenen Städten der DDR. Würdest du sagen, dass diese Struktur etwas beigetragen hat zur Entwicklung des Designs oder waren es eigentlich eher die kreativen Umwege um diese zentralistische Steuerung herum, die interessanten Beispiele im Design der DDR hervorgebracht haben? Also da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige, der das beantworten kann, weil ich ja selber nicht als Designer gearbeitet habe. Ich habe ja im Grunde mehr in der Konsumentenperspektive gelebt und habe das aber schon aus dem Bekannten- und Freundeskreis mitbekommen. Und ich glaube, dass man das nicht so statisch denken kann, dass es da eine Behörde gibt und dann gibt es Leute, die irgendwie sich mit der Behörde auseinandersetzen müssen. Oft sind Leute, die gestalterisch aktiv waren, auch selbst Mitglieder in solche Behörden eingebunden worden. Also der Klaus Diedel als Formgestalter ist jemand, der sowohl selber Form entwickelt hat, aber auch wiederum Funktionen, auch ideologische Funktionen übernommen hat. Also das ist so ein Hin und Her. Aber was natürlich hinter dem Ganzen auch stand, ist diese Idee, dass es eine Artikulation, eine Form gibt, die die Probleme mal löst. Und dann ist es irgendwie auch gemacht. Und dann hat man das irgendwie. Also es gibt so eine Art
dass man die Bedürfnisse irgendwie auch ein bisschen kontrollieren möchte über die Form. Oder anders gesagt, wenn ich jemanden sinnlich, was ich vorhin sagte, ermächtige, ne, dann setze ich was in Gang, was ich nicht so schnell wieder in Kontrolle kriege. Und das hat sowohl im ideologischen Bereich eine große Rolle gespielt, also die Diskussion über Individualismus vom Wir zum Ich, als auch im Formalen, wo das natürlich sich dann ästhetisch präsentiert. Und dadurch hat es auch eine Virulenz gehabt. Ich erinnere mich, das ist vor kurzem, glaube ich, auch sehr gut dokumentiert worden, dieses Bierglasfest, das unzerbrechliche Bierglas. Wenn man sich das heute anguckt, wir haben das oft in der Hand gehabt, aber ich habe das nie als gestaltete Form, sondern nur als Form, die mir was zum Trinken ermöglicht, gesehen. Und das ist ein ziemlich gut gestaltetes Ding. Nur natürlich sollte es die Probleme des Bierglases als stapelbares, massenhaft verwendbares, nicht zerstörbares lösen. Und man war ganz erstaunt, als man das dann in den Markt bringen wollte, auch als Exportprodukt, dass es keiner haben will. Weil es der Logik einer Konsumtion, permanenten Neuproduktion nicht entspricht. Weil es sozusagen Dynamik abschließt. Weil es sagt, jetzt haben wir ein Problem gelöst. Mhm. Und das ist natürlich für eine industrielle Produktion absolut nicht sinnvoll. Endlösungen in Formfragen gibt es ja nicht. Und dieser Kampf, der ist ja immer da gewesen. Und dann natürlich auch der Mangel in der Wirtschaft selbst. Ne? Also wie kann man eine Wirtschaft industriell auf hohem Niveau betreiben, wenn sie selbst ressourcentechnisch gar nicht dafür ausgestattet ist? Mhm. Und das, was heute sehr hoch gelobt wird, die Bewusstheit im Umgang mit Ressourcen, ich wage mal die These, dass das so wäre, als wenn ich irgendjemanden dafür belobige, dass er nicht viel rumgereist ist und eine gute Ökobilanz im Reisen hat, weil er gar nicht reisen durfte. Mhm. Man muss, glaube ich, und das hatte Marion Ackermann so schön gesagt, man muss immer, glaube ich, diese konkreten Bedingungen miterzählen, damit man versteht, was da eigentlich passiert. Dass man das dann wieder anders liest und dass man es als Vorbild nimmt, ist ganz wunderbar. Also zum Beispiel Recycling. Ja, als Kinder sind immer von Tür zu Tür gegangen, haben sie Flaschen, Gläser, Altpapier. Weil wir konnten da uns ein bisschen Geld verdienen, wenn wir das dann irgendwie zu so einer Warenannahmestelle gebracht hat. Und da ist alles, was nur ging, irgendwie recycelt worden, weil man Rohstoffe brauchte, die man nicht kaufen konnte. Mhm. Auf der anderen Seite ist die DDR eine der größten ökologischen Katastrophen gewesen. Aber es sind natürlich auch diese Bedingungen, die dann wiederum eine bestimmte Form von Kunst möglich gemacht haben, die es nur dort gab. Also dieses aus wenig große Schaffen, ja, und sich dann in der Kunst finden, also was viele beschreiben, auch als Form des Zusammenhalts, wo dann solche Dinge hervorgebracht worden sind, wie eben, also Performances nannte man ja im Osten Aktionen. Also die ephemeren Künste haben ja geblüht, das Bemalen von Jalousien, von Super-8-Filmen, die dann überspielt wurden oder ausgekratzt wurden. Also sehr viele Formen des Ephemeren. Selbst die Frage, ist das jetzt Untergrund oder ist das im Widerstand gegen das System entstanden, ist total kompliziert zu beantworten. Mhm. Der Begriff Untergrund passt ja überhaupt nicht. Es gab einen Organisierten in Polen, aber nicht in der DDR. Es war ganz anders. Ja. Der Verband hat zum Beispiel da auch eine sehr wichtige Rolle, auch im Positiven teilweise gespielt, wie ich gelernt habe. Es gab so geheime Orte, an die man gereist ist, Altenburg und so, wo etwas stattfand, wo es sich ereignete, die eine ganz eigene Topografie gebildet haben. Und also von daher würde ich sagen, aus dieser Mangelwirtschaft und aus der Not heraus sind aber auch großartige Dinge entstanden, einer Leichtigkeit und einer Schwebe, die es noch zu erzählen gilt. Ja, das ist auch meine Erfahrung mit Kollegen. Ich arbeite ja mit vielen jetzt zusammen. Ich habe unter anderem eine Druckerei im Osten, also wirklich im Osten, in Attershof in Berlin, was sehr ostig ist. Und was die Kollegen so erzählen, wie schlau sie sein mussten, um Zensur zu umgehen, um Sachen zu erzählen, die sie dann aber anders geliefert haben, um am Material zu kommen. Das macht mir heute, hat mir sehr, sehr imponiert, macht mir heute noch großen Eindruck, weil wir waren einfach gewohnt, dass man, wenn man Geld hatte, konnte man ja alles kaufen irgendwie. Und da gab es eben, auch wenn man Geld hatte, keine Mittel. Und was da rausgekommen ist an intelligenten Lösungen, an schlauen Lösungen, auch an, ich will nicht sagen Untergrund, aber an so privaten Verbindungen, ihr kennt das ja, jeder hatte einen, wenn man
einen Reifen für einen Trabi hatte, konnte man den tauschen gegen was anderes, das gegen was anderes tauschen. Am Ende hatte man dann irgendwas, was man brauchte. Und das war alles Untergrund, das wusste keiner, aber alle wussten es. Und das hat mir sehr imponiert, das kennt man aus vielen sozialistischen Gesellschaften, ob das jetzt Kuba oder sonst wo ist, dass dieser Mangel die Leute dazu bringt, wirklich ihre Intelligenz zu benutzen und nicht einfach in den nächsten Laden zu gehen. Ich bewundere das heute immer noch, wie gesagt. Naja, aber da muss ich was dagegen sagen, weil ich glaube, der Prozentsatz der Idioten ist überall relativ konstant gleich. Also in welcher Gesellschaft man sich auch... In der Tat, da hast du recht, ja. Die Leute sind nicht kreativ geworden, weil der Mangel da war, sondern sie waren kreative Leute. Ich habe immer so ein etwas ungutes Gefühl, wenn das so alles gelobt wird, weil damit natürlich auch die Beschränkungen, die das praktisch auch formiert haben, in ein merkwürdiges Licht geraten, als ob die irgendwie eine produktive Funktion gehabt hätten, weil was Produktives entstanden ist. Ich will das nicht schönreden, im Gegenteil, aber es fällt mir nur auf, dass die Kollegen, mit denen ich täglich zu tun habe, die in der DDR noch ausgebildet worden sind, sind alle so Ende 40, um die 50, haben nur ihre Lehre da gemacht, dass die an Probleme, ich bin ja im Augenblick, ich habe eine typografische Werkstatt, wo wir davon leben, wenig Mittel zu haben. Wir haben nur drei Farben, wir haben nur eine Größe Papier. Also wir ahmen das sozusagen nach, die Beschränkung auf wenige Produktionsmittel, weil das erfrischend ist für heutzutage Designer, die 16,7 Millionen Farben haben und alle Farben der Welt, wenn sie wollen, und alle Pixel der Welt. Ich sehe immer wieder, dass die auch heute noch an Probleme anders rangehen als ich, weil sie erstmal überlegen, wie kriegen wir das hin mit dem, was wir haben. Also ich verstehe das. Auf der anderen Seite kann ich das Unbehagen von Olaf Nicolai nachvollziehen. Weil natürlich eine Romantisierung besteht. Und zum anderen muss man ja auch sagen, auch in der BRD hatte man nicht sämtliche Möglichkeiten. Die Beschränkungen waren einfach nur anderer Natur. Wenn man Geld hatte, konnte man alles machen. Die Beschränkungen lagen nicht so sehr vielleicht im Mangel an Materialien und Produktionsmitteln, aber sie lagen vielleicht im Wunsch des Auftraggebers und in den Geschäftsführern, die bestimmte Produkte bestellen wollten, gegen die man sich als Designer dann kaum wehren konnte. Wie hat es, glaube ich, Kurt Weidemann gesagt, der Künstler macht, was er will und der Designer will, was er macht. Ich muss wissen, dass ich für andere Leute arbeite, deren Geld kriege und das Rock ich trage, das Lied ich singe sozusagen. Also ich muss mich darauf einlassen, dass ich im Kapitalismus eine Funktion habe, anderer Leute Geld zu vermehren. Und wenn ich damit leben kann, dann kann ich damit leben. Ich habe aber die Wahl. Ich muss ja nicht mitmachen. Ich kann ja auch andere Sachen machen. Und die Wahl gab es natürlich in der DDR weniger. Man muss natürlich auch da wieder in den verschiedenen Phasen untergliedern. Also ich bin auch sehr gegen Ostalgie und so. Das ist sehr problematisch, weil es natürlich so viel Unrecht auch gab, schreckliches Unrecht. Ich muss immer wieder auch die Rolle der Frauen anführen, weil mir das so klar geworden ist, was da für schlimme Versetzungsmaßnahmen von der Stasi teilweise auch gegen Frauen ausgeübt worden sind. Das darf man bei dem allen nicht vergessen. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, der These nachzugehen, die jetzt gerade so aufgeworfen wird in manchen Medien, dass Menschen, die im östlichen Teil Deutschlands sozialisiert worden sind, sogar bis in die jüngere Generation möglicherweise mehr Resilienz aufweisen in Krisenzeiten wie dieser. Das finde ich sehr, also sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Natürlich gibt es auch viele Phänomene, die eigentlich zu DDR-Zeiten ja sehr stark waren. Also das Arbeiten im Kollektiv, in gewisser Weise auch die Partizipation, die Jugendclubs. Und es gibt so viele Dinge, die gerade aktuell wieder hoch im Kurs stehen. Ich glaube, auch im Bereich der Gestaltung gibt es da ja so ein Wiederanknüpfen. Und das interessiert mich auch sehr. Was bedeutet das eigentlich für heute, diese verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben? Mhm. Vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort. In der Tat, ja, danke. Ja, weil es eigentlich zusammenfasst, ja. Was wir, wenn wir die Ausstellung machen, erreichen wollen. Wir wollen ja die Geschichte des deutschen Designs seit 1949, seit der Teilung, zusammenführen, als eine Geschichte erzählen und eben wegkommen von diesen zwei komplett getrennten Narrativen, die auf Gegensatz aufgebaut sind. Wir merken aber auch, und das ist auch, haben wir auch in der Ausstellung selbst gemerkt, dass die Perspektiven natürlich komplett unterschiedlich sind. Die Perspektive auf Beschränkung, auf Mangel, auf Kritik im Design ist eine ganz andere, wenn man aus der ehemaligen DDR kommt oder aus der BRD, in der sogenannten Konsumgesellschaft aufgewachsen ist. Aber ich glaube, deshalb
ist die Ausstellung im Moment auch so wichtig, weil wir merken, dass wir eigentlich ein neues Interesse aneinander haben und sehen, dass wir heute, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, eigentlich ganz andere Dinge voneinander lernen können, als wir vielleicht in den 90er Jahren oder 2000er Jahren als interessant gesehen haben. Und deshalb denke ich, die Ausstellung kommt zum richtigen Zeitpunkt, aber sie kann eigentlich nur der Anfang eines Austauschs sein, eines Austauschs, Marion Ackermann, den ihr in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dann fortsetzen werdet. Wir werden die Ausstellung im Vitra Design Museum zeigen bis in den Spätsommer hinein und danach wird sie ab Oktober im Kunstgewerbemuseum in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen sein. Ich möchte meinen heutigen Gästen ganz herzlich danken, Marion Ackermann, Olaf Nicolai, Erik Spiekermann. Ich fand das ein hochinteressantes Gespräch. Wir hätten das gerne noch weiter fortsetzen können. Aber im Rahmen der Ausstellungstournee wird es dazu sicherlich noch weitere Gelegenheit geben. Wunderbar, danke. Herzlichen Dank an euch alle drei. Vielen Dank auch. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass Sie heute zugeschaltet waren und uns besucht haben bei dieser allerersten Online-Eröffnung des Vitra Design Museums in unserer Museumsgeschichte. Ich hoffe mal, dass es auch die letzte bleibt und dass Sie uns bald wieder im Museum beehren. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Dann bis bald. Macht's gut. Tschüss. Danke.